Was geht, meine Damen und Herren? Mein Name ist Stefan Hielt. Ich darf euch erneut begrüßen zu einem Video von mir. Heute, wie man auch schon im Titel lesen kann, erneut zu einem Unboxing, nämlich zu Vested Works. Die haben ja am 7.3. ihren ersten Drop gehabt. Für die Leute, die Vested Works nicht kennen, Vested Works ist die gleiche Marke wie Vested, also wird von den gleichen Personen, beziehungsweise von der gleichen Person geführt. Der Unterschied hier nur ist zwischen Vested und Vested Works, ist halt, dass Vested Works nur Basics verkauft. Hier 4 Stück. Ich habe ja auch schon in meinem Streetwear Brand Release Kalender Video auch schon über Vested Works gesprochen gehabt. Aber ja, ich würde sagen, bevor ich noch länger rede, fangen wir einfach mal mit dem eigentlichen Unboxing an. So wie immer zu meinen Unboxings zeige ich euch zuallererst die Verpackung. Was kann man quasi erwarten, wenn man was bei Vested Works bestellt? Nämlich ist das hier zuallererst dieser Karton, der relativ schmal und klein gehalten ist, was aber auch vollkommen in Ordnung ist, weil erstens habe ich eh nur ein Piece bestellt. Zweitens bewirbt bzw. vermarktet sich ja Vested Works selber damit, dass die ja umweltfreundlich sind. Und deswegen macht es auch sehr wohl Sinn, dass man sagt, dass man zu so einer, Anführungsstrichen, kleinen Verpackung zurückgreift. Was ist da aber drin enthalten? Erstmal euer Piece natürlich, was in dieser Plastikbag drin ist, wie man auch hoffentlich lesen kann, ist auch die recycelbar. So. Und ebenso gibt es auch noch diese kleine Karte dazu, wo Vested sich einfach nochmal bedankt, dass man da was bestellt hat. Auch die ist sogar recycelbar. Also generell dieses Motto, dass Vested Works recycelbar bzw. umweltfreundlich ist, wird hier wirklich sehr, sehr ernst genommen. Also von der Produktion bis auf den Packaging, wenn ich richtig ausgesprochen habe, wird hier wirklich sehr ernst genommen. Aber ja, kommen wir jetzt zu dem Piece, was ich bestellt habe, nämlich ist das hier der Ash Gray Sweater. Den gab es hier noch in 3 weiteren Colorways, einmal in schwarz, einmal in einem michigeren Grau und einmal in Lord Vested Forest Green. Ich habe mich hier für dieses Ash Gray entschieden, weil ich irgendwie dieses Grau mit irgendwie Vintage Pieces verbinde, weil ich irgendwie auch viele Vintage Pieces generell mit so einem Grau sehe und deswegen irgendwie hat mich das dazu verleitet, diesen Colorway auszuwählen. Und generell habe ich auch ein Sweatshirt bestellt, weil ich habe kaum Sweatshirts in meinem Kleiderschrank, deswegen habe ich mich dafür hier entschieden. Ich habe hier die Größe XL genommen. Bevor Vested am 7.3. released hatte, gab es einen Size Guide, wo auch stande, welche Size man logischerweise nehmen sollte, bei welcher Größe man selber hat. Und ich war genau zwischen L und XL und ich dachte mir lieber, bevor es ein bisschen zu cropped wird, nehme ich lieber eine Größe, beziehungsweise gehe ich eine Größe höher. Und deswegen habe ich mich hier für XL entschieden und der Fit top. Also wirklich hat Drop Shoulders, ist nicht zu kurz, so dass es zu cropped ist, ist aber auch nicht zu lang, dass es irgendwie ein Kleid ist, also wirklich optimal. Ich werde auch eh nochmal ein Fit-Video einblenden, wie es bei mir aussieht. Wie gesagt, ich bin 1,87 Meter groß und wiege 81 Kilo. Das so viel zu dem Fit. Was lässt sich zur Qualität sagen? Wie ja schon gesagt, Vested Works versucht ja so gut es geht umweltfreundlich zu sein. Und das auch bei der Produktion, nämlich ist bzw. sind die Sweatshirts komplett 100%ig aus Bio-Baumwolle. Und für die Leute, die sich ein bisschen mit Materialien auskennen, ich zugegebenerweise bin auch nicht so krass in diesem Fach, was Materialien angeht, belesen. Aber Bio-Baumwolle ist erstens sehr, sehr hochwertig. Die einzige andere Brand, die ich kenne, was jetzt so Deutschland angeht, die Bio-Baumwolle benutzt, ist glaube ich nur, könnte ich ja gerne auch korrigieren, aber ich meine, es ist nur 6PM. Ich glaube, das war auch nur bei der Love Hurts Kollektion, ich bin da aber auch nicht ganz sicher. Aber Bio-Baumwolle ist quasi ein relativer, sage ich jetzt mal, Qualitätssiegel, würde ich jetzt mal so sagen. Weil erstens ist es sehr, also das heißt sehr, aber relativ teuer so. Und deswegen, das an sich schon mal, hier wurde sehr hochwertige Baumwolle benutzt, was man auch merkt, wenn man den Sweater einfach anfasst. Weil ich habe ja auch im Vergleich genau den gleichen Sweater, genau den gleichen Colorway von Gilden. Damit Leute das auch nicht falsch verstehen, der Sweater hier ist 4 Jahre alt, so. Also den habe ich mir nicht extra bestellt, nur um das hier zu vergleichen. Den habe ich halt schon seit längerem hier, deswegen dachte ich mir aber auch, wäre es ganz passend, die auch einfach mal zu vergleichen, weil es heißt ja auch sehr oft bei Basics, ja, kaufe ich mir einfach mein weißes, schwarzes T-Shirt bei H&M, Zara und Co. Aber warum man gerade bei Vested Works zugreifen bzw. generell einfach zu hochwertigen Basics greifen sollte, ist auch einfach der, dass erstens
man hier einen guten Fit hat. So, hier hat man einfach nur einen normalen Schnitt, sage ich jetzt mal, ohne irgendwas. Und hier hast du einen relativ zeitgemäßen Fit. So, und außerdem, hier hast du Biobaumwolle und einen Sweater, der für, ich weiß nicht, wie viel gilt ein Sweatshirt, ich glaube für 5 Euro, plus minus. Da hast du einfach Baumwolle, die überhaupt nichts quasi mit sich bringt. So, der ist mit der Zeit zusammengewachsen, der fusselt extrem, gerade das Innenleben von dem, der fusselt, ja, ich sehe es gerade nochmal, der fusselt extremst. Und generell die ganze Baumwolle ist einfach halt, ja, relativ minderwertig, so würde ich sagen. Deswegen, außerdem hier wiegt der hier 450 GSM, was man zuallererst gar nicht denken würde, wenn man den in der Hand hat, weil der relativ von innen, sag ich mal so, sich dünn anfühlt. Aber die Baumwolle ist sehr robust, so sehr, ich sag jetzt nicht hart, so, aber relativ fest, so. Aber die generell die Baumwolle, also die Oberfläche, ist wirklich sehr schön, sehr sanft, so, aber ist halt wiederum gleichzeitig robust und sehr fest. Was man auch vor allem gemerkt hat, ich habe den nämlich auch schon einmal angehabt und auch zu einem relativ kalten Wetter. Und da habe ich gemerkt gehabt, auch wenn der sich in der Hand so ein bisschen dünn anfühlen sollte, ist das überhaupt nicht. Also wie gesagt, 54 GSM und der ist einfach sehr fest und sehr robust. Und das merkst du gerade auch, ich rede gerade ein bisschen zu viel, sorry, aber auf jeden Fall, du frierst darin nicht. Auch wenn das vielleicht erstmal in der Hand so wirken sollte, dass der vielleicht etwas dünn wirkt, ist dem aber nicht so. Genau, ansonsten, genau das Innenleben von dem, der ist jetzt nicht irgendwie distressed, also der ist jetzt nicht irgendwie von innen flauschig oder so, was aber auch nicht vollkommen, jetzt sage ich mal, schlimm ist. Ist natürlich ein bisschen schöner, wenn der von innen ein bisschen distressed ist, damit er halt sich ein bisschen flauschiger anfühlt, aber ist wirklich bei dem, was man alles bekommt mit der Biobaumwolle, mit 54 GSM und vor allem ist der auch noch antibakteriell, was einfach damit alles dazu kommt, muss man einfach sagen, das große ganze Ergebnis von dem ist einfach, der lohnt sich extremst. Vor allem für 70 Euro so ist er noch günstiger als beispielsweise Peso Ross. Würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt die irgendwie schlechter sind oder so, aber wahrscheinlich Sweatshirt-technisch, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, kriegt ihr in Deutschland keinen besseren als bei Blessed Works. Muss ich ganz ehrlich einfach so sagen. So, ja, damit würde ich auch, denke ich mal, das Video beenden, auch fazittechnisch. So, meine Meinung, wie gesagt, ist, der Blessed Works Sweater hat, wie gesagt, 70 Euro gekostet, aber ich bin und kann ich auch mit guten und sogar mit sehr gutem Gewissen einfach sagen, der lohnt sich vollkommen. Für 70 Euro kriegt ihr ein astreines Produkt. Wie gesagt, 54 GSM, Organic Cotton, also Biobaumwolle, antibakteriell, hat einen sehr schönen Fit. Und ja, ich denke mal, ich habe alles gesagt, schon ein bisschen zu lang geredet, deswegen tut mir leid. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr selber was bei Blessed Works bestellt habt und ihr damit zufrieden seid. Ich hoffe ja. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt von mir, könnt ihr gerne den Kanal hier abonnieren. Ansonsten, was lässt sich noch sagen? Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Tag.